Also ich habe jetzt... Hier ist keine Karte. Ich habe jetzt eine Karte bei dem Krokodil gefunden. Ich habe eine Karte auf dem Schrottdings hier gefunden, oben auf dem Dach. Hm. Aber hier ist keine Karte mehr, oder? Oder verlasse ich hier gleich das Gelände? Nö, hier sehe ich jetzt keine Karte. War auf der Rennstrecke vielleicht eine Karte irgendwo? Nö. Hier ist noch irgendwie eine, so eine verlassene Mine. Auch Teil der Rennstrecke. Ist aber auch nichts. Klar, ich könnte auch im Internet gucken. Oder ich könnte es einfach mal suchen. Nein, 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 nein. Böse, 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 böse. Mal sehen. Ah, das Netzteil ist handwarm. Das Netzteil ist auch ein bisschen warm. Geht. Ha, vielleicht ist hier irgendwas? Ach ja, hier ist der natürliche, das natürliche Habitat der Fische. Die alle mysteriöserweise... alle mysteriöserweise am selben Ort wieder aufgetaucht sind und, was ist das für eine... Ich frag besser nicht. Hier ist auch keine Karte. Schade, wäre ein guter Ort, um eine Karte zu verstecken. Oder hier auf diesem Grillplatz. Das Blöde ist, wenn ich da hinten hin will, sagt er mir gleich außerhalb des Gebiets. Oder? Ah, da. Außerhalb des Gebiets. Schade. Hier ist auch nichts. Nö. Hm. Also wenn es irgendwo noch eine Karte gibt, dann weiß ich nicht wo. Ich glaube, ich werde mal das, das allwissende Netz zur Rate ziehen. Ah, Sonnenaufgang. So. Ich werde das jetzt tatsächlich mal... Internet. So, Moment. Wir stellen uns mal irgendwo hin, wo es spannender ist als hier. So, unsere Standardposition. Beim Kassieren zu gucken. Mal sehen. Gas Station Simulator. Cards. Nein, nicht SIM-Cards. Ich will keine SIM-Karte von einem Gas Station Simulator. Partytime DLC on Steam. Free DLC. Collectibles, Popularity Boosts. Ah! Mit dem Partytime DLC. Das ist 17. September rausgekommen. Okay. Unlimited Money, Fast Money. All Missable and Miscellaneous. Ich wollte jetzt eigentlich kein Video gucken. What do the cards do? Ja. Dennis und Dragon Cards. I found a few of them around, but I have no idea how to use them. Sie haben aktuell keine Use. Sie sind nur Collectibles. Okay. Das hat einer der Entwickler im September geschrieben. Gut. Dann wissen wir es vom Entwickler direkt. Die Karten sind völlig unnütz. Mal sehen. Can't touch this DLC. Dann kann man die Station closen. Wie jetzt? Und man kann das Cash Register moven? Moment mal. Mit dem Can't Touch This DLC kann man die Kasse woanders hinschieben? Hm. Okay. Okay, die Karten haben also aktuell keinen Zweck. Das heißt, wir müssen sie nicht alle finden. Gut, dann habe ich ja im Endeffekt schon wieder eine neue Folge angefangen auf YouTube, ohne dass, ja... Ja... Okay, gut. Ich würde sagen, ich mach die 2-Stunden-Stream voll und dann ist hier Schluss. Aber was sollen wir jetzt noch machen? Also das Einzige, was ich machen könnte, wäre mal, abgesehen jetzt von Auffüllen, demnächst brauchen wir wieder Zeitung. So. Eigentlich bräuchte ich mal einen Mitarbeiter, der mir hier die Sachen auffüllt. George?
Du brauchst gar nicht so zu tun. Ich habe genau gesehen, dass du deinen Fisch da hast fallen lassen. Und ihn direkt wieder aufgehoben hast. George. Heißt das, ich war schneller als die, die Fische wieder weggeräumt haben? Das ist lustig. Das wusste ich jetzt nicht. So. Das sieht doch gut aus. All. Hüte haben wir nicht mehr. Kippen haben wir auch nicht mehr. Donuts. Zack. Das war's schon. Obwohl, halt, Moment. Aha. Gut, jetzt ist voll. Ja. Gut, der George hat irgendwie gerade nicht so Bock. Guck mal, George, ich helfe dir mal. So. Der ist schon leer. George. Okay. George hält es nicht so mit Animationen. Und Geister Elvis schwebt wieder durch mich durch. Gut, also mit den Collectibles hat es nichts auf sich aktuell. Und wenn ich das Can Touch This DLC hätte, dann könnte ich tatsächlich, steht in dem Dings hier, die Kasse verschieben mit einem Hammer. Aber ich habe keinen Hammer. Halt, Moment mal, gab es da nicht irgendwas, was ich kaufen konnte? Moment. War das unter Einrichtung? Sonstige? Nein, da war das nicht. Es gab irgendwas, was ich kaufen konnte. Werkzeuge, genau, den Vacuum für 10.000. Nicht genug Geld. Ich will wissen, was das ist. Ist das einfach nur ein Staubsauger, der Müll wegsaugt? Okay, Moment, wir sparen jetzt. Wir sparen jetzt auf 10.000. Mit Geister Elvis. Wir sparen jetzt auf 10.000. Eiskalt auf 10.000 sparen. Klar, das haben wir im Nu drin. Weil ja auch aktuell nichts los ist. Apropos 23 Uhr. Mal gucken, ob ich noch irgendwas günstig bestellen kann, was wir noch nicht haben. Lieferung, Produkte. Nö. Und Bettys haben wir noch. Haben wir alles noch? Oh, Chipsway brauche ich. Kippen? Nö, haben wir den hier. Ah, komm. Bevor die Angebote... Ha, zack. Habt ihr das gerade gesehen? Die Uhr. Nach 23.59 Uhr war 23 Uhr und dann war 0.01 Uhr. Zeitsprung? Ich weiß es nicht. Also, es kann ja nicht so schwer sein, eine Uhr zu programmieren, oder? Was? Was hast du denn? Klar. Einfach mal einen Totenschädel in der Mitte der Luft schweben lassen. Ja, wir haben hier kollektives Nichtstun. Ist echt ruhig. Klar, man könnte das hier auch irgendwann wieder aufmachen. Vor allem, weil das ja so groß ist. Da Spiegel. Wir haben sogar noch ein paar von den Spiegeln hier. Sogar eine richtige Werkbank. Krass. Incredible. Ja, incredible. Das Ding sah eben noch aus. Voll dreckig, ohne irgendwas, aber... Wenn Sie das incredible finden... Da. Money. Warum konnte ich hier eigentlich irgendwas aus... Achso, der Verstärker. Dachte schon, ich kann ein Paket aus dem Regal nehmen. Oh ja, ich genehmige mir jetzt einfach mal ein Paket Chips. So. That'll do. Hüpp. Ah, hüpp. Ah, hüpp. Nein. Och, Menno. Komm da nicht mal rein. Ach. Jip. Okay, Moment. Wir hatten doch das eine oben da gestrichen. Ja! Wuhu! Nach dem Laden sieht es jetzt so aus, wie es aussehen soll. You suck? Sag mal. Hä?
War Dennis Schmennis schon wieder da oder was ist los? Oder hat der Typ, der hier alles malen sollte, etwa Sachen übersehen? Vor allen Dingen, soll das so sein? Liebe Spielentwickler, könnt ihr dieses Modell um 90 Grad drehen? Dann sieht das vielleicht wieder korrekt aus. Wasserhahn kommt irgendwie, ja, gut. Ignorieren wir das. So, 1900 haben wir. Was hatte ich denn eigentlich gekauft? Alkohol? Nö. Snacks haben wir sowieso noch. So. Getränke haben wir noch. Kippen haben wir gekauft. Irgend so ein Mampftabak. Nom nom nom. So, voll. So langsam leeren sich die Regale. Eis haben wir doch bestimmt noch Reste, oder? Jupp. Jupp. So. Aber ich würde sagen, ich mache jetzt gleich Ende. Das heißt, wir stellen uns mal hier dekorativ hin. So, Zukunfts-CBM darf das dann lustig schneiden. Das Ganze hier ist eine Testaufnahme sogar, weil ich nämlich gerade ausprobiere, ob sich das besser schneiden lässt, wenn man nicht automatische Keyframes aktiviert, sondern wenn man die Keyframes alle Sekunde setzen lässt. Weil ich hatte nämlich das Problem, dass sich die Videos nicht schneiden lassen, dass man dann nur einen grünen oder einen roten Bildschirm bekommt. Und das rendert dann auch nicht. Und dann musste ich die Videos tatsächlich mit einem Programm splitten. Das heißt, der hat dann einfach das Video in 5-Minuten-Abschnitte geteilt und dann ließen sich die 5-Minuten-Abschnitte schneiden. Aber auch das teilweise nicht. Dann musste man die 5-Minuten-Abschnitte in 1-Minuten-Abschnitte schneiden und dann ließ sich das schneiden. Also ganz merkwürdig. Ich weiß auch nicht, warum oder woran das liegt. Wie dem auch sei, das war's für heute. Das heißt, dran denken, favorisieren, abonnieren, liken und wer abonniert hat, denkt dran, drückt die Glocke. Und folgt mir auf Twitch, dann seht ihr immer, wann live gestreamt wird. Das war's. Ich sag tschüss. Tschüss.